Die Anführer des Abspaltungsversuchs der spanischen Konfliktregion Katalonien vom Herbst 2017 rund um den Ex-Vize-Regionalchef Oriol Junqueras sind begnadigt worden, trotz zahlreicher Proteste. Die Maßnahme sei nötig, um die Eintracht und das Zusammenleben wiederherzustellen, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez. Wir wollen eine neue Etappe des Dialogs eröffnen. Die spanische Demokratie beweist ihre Größe. Die Begnadigungen werden von der konservativen Opposition scharf kritisiert. Der Vorsitzende der Volkspartei: Antworten Sie der Nation, warum haben Sie Ihren Eid gebrochen, die nationale Einheit und Gleichheit der Spanier zu verteidigen? Ministerpräsident Sánchez: Dieser Schritt ist ein mutiger Schritt, er soll Schäden reparieren. Dies ist eine Maßnahme, die Eintracht und Zusammenhalt fördert. Sie soll territoriale und politische Uneinigkeit abbauen und dies ist von grundlegender Bedeutung, um den Zusammenhalt in Katalonien zu verbessern. Zehntausende hatten in Madrid gegen die Freilassung der Separatisten protestiert, aber auch viele Aktivisten und Vertreter der Regionalregierung sind unzufrieden. Sie weisen die Maßnahmen als ungenügend zurück und fordern eine Generalamnestie. Die begnadigten Separatisten waren im Herbst 2019 zu Haftstrafen zwischen 9 und 13 Jahren verurteilt worden.